Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Part von Dragodia.de, den Community-Server von mir. Ich bin froh, ich bin wieder ein bisschen aktiv in der Nacht gewesen, konnte nicht so gut schlafen und habe eine Schallplatte noch bekommen von Slappy Bummer, Dankeschön. Und die anderen habe ich ja schon gefunden. Und genau, schauen wir noch kurz ins Inventar. Ich bin froh, dass ich es gemacht habe, weil es in einem Livestream, das ich jetzt sowieso an Ostern nicht so machen kann, leider. Zu viele Leute, die irgendwas wollen an Ostern. Ich habe 2 Schnüffler-Eier gefunden. Ich habe extra 2 gefarmt, damit wir die noch vermehren können, genau. Und ja, habe sehr viele Sachen gefunden. Ich habe auch einen Panda-Kopf gefunden. Und natürlich sehr viel Sand abgebaut, wegen dem hier Subspecies Sand zu finden, also seltsamer Sand. Und ja, das ist halt schon sehr langweilig gewesen. Da muss ich zugeben, hätte ich eher nicht so machen wollen, wenn es nicht so wichtig wäre. Es ist leider viel zu wichtig gewesen. Aber gut. Jo, danke schön, dass ihr das nicht sehen musstet oder machen musstet. Es ist schlimm genug gewesen. Jo, nein, die Schnüffelei will ich ja jetzt gerade einsetzen. Aber was müssen wir machen? Wir müssen wieder Zäune machen. Das ist auch noch ziemlich nervig. Aber gut. Ja. Also, wir müssen Zäune machen. Deshalb machen wir ein bisschen Holz. Oder wir machen Schwarzeichenzäune momentan. Der Slappy Baum hat auch gesagt, ja, wir könnten einen Zoo bauen. Als, jo, Admins, beziehungsweise ohne. Ich bin ja der Owner. Fungiere natürlich hier, als wäre ein Admin, der nichts machen muss. Nein. Ich muss sehr viel testen, also ich bin der Plugin-Tester oder ich bin ja eben der Herr über den Server. Ich muss da auch schauen, dass nichts Schlechtes auf den Server kommt. Und ja, ein Kaktus, unser Techniker, der wird, also Developer, der wird natürlich da sehr viel Freude und so haben, wenn wenigstens jemand ihm testen kann, der vertrauenswürdig ist und so, der auch kennt die Bugs und so, also der jo, sich auskennt mit Bugs und mit Problemen, alles austesten kann, ohne dass er nicht weiß, was er noch machen muss und so. Ja, das ist immer so eine Sache. Da bin ich recht lange ab und zu einfach für ihn da und ja, würde gerne einfach mehr Zeit haben zum Livestream natürlich oder zum Videos machen. Jetzt heute wird es halt auch schwer. Ich bin bis zu Besuch. Es ist halt Ostersamstag, muss ich sagen. Ein spezieller Samstag. Und morgen bin ich halt auch weg. Dann bin ich beim Vater. Und ja, das ist halt ein bisschen doof für die Community, klar. Aber das ist das Real Life. Das sind Sachen, die halt nicht jeder Gamer hat. Sondern, jo. Ich kann fast nicht Nein sagen. Also es ladet mich einfach jeder. Es ladet mich jeder gerne ein. Und ich bin so unkonzentriert heute Morgen, dass ich da einfach irgendwie Schrott zusammen kräfte. So. Also die werden wir sicher noch einsetzen können. Wir machen einfach hunderte von Waden. Und gut ist, oder? Hier habe ich Gold reingetan, okay. Ja, das ist, für Wagen braucht man wenigstens Zauntor. Für alles andere braucht man nicht mehr Zauntor, oder? Ja. Oh. Ich sollte vielleicht hier noch einen Platz lassen, damit man durchgehen kann. Und vor allem, wie groß sind die, wie können die? Ja, tut den weg. So. Die können wahrscheinlich nicht drüber, wenn ich so. Es hat immer das Problem, sie sehen so aus, als würden sie nicht hüpfen können und so. Aber wahrscheinlich tun sie schon sich. Also schon hüpfen. Meine Güte. Jetzt bekomme ich immer Leuchtstaub. Naja. So, jetzt habe ich mal. Jetzt können wir die mal reinlegen, versuchen. Vorher das machen sollen, aber. Oh. Die legt man ja so drauf.
Ich lasse diese Rose hier. Gut. Und die wollen ja auch noch ein bisschen. Was ist jetzt das andere wieder? Hey, ich habe doch eins gemacht, oder? Ich weiß nicht. Jemand klaut meine Lamas. Also, ja, Slappy Bummer hat eins gesprengt, genau, aber eins habe ich dann wieder gemacht und ich weiß nicht wo. So, ich tue einfach mal kurz ein bisschen Loot hier rein. So. Und ja, jetzt müssen wir ein bisschen hier bleiben natürlich. Wir können ein bisschen Weizen holen, damit ich wieder die Kühe vervielfältigen kann und natürlich die Lamas dann auch besser. Und wie immer, blöd, dass einfach die Weizenkörner nie im Inventar, also in die Tab-Liste kommt. Ist immer so, das ist so doof. Jetzt fehlt was. Etwas machen, Priorität geben nach dem Abbauen. Jo. Jo, wir haben ja noch die Story-Welt und da werde ich jetzt auch noch ein Let's Play davon starten, damit ich überhaupt etwas mache. Im Livestream habe ich irgendwie jo, eher Lust auf normal bauen, ohne Kreativmodus. Und würde dann nicht in der Story-Welt bauen, sondern hier. Hier muss ich ja auch endlich die Türme und so bauen. Wieso ist hier eigentlich trocken und trotzdem wächst hier etwas? Ist das ein Bar? Kann ich den Park ausnutzen? Ja, danke schön. Ich habe übrigens irgendwie Animationen gedownloadet, aber die gehen irgendwie nicht. Vielleicht weil ich auf dem Server bin. Naja. Also ein bisschen Animation haben wir schon. Oh. Gut, ja. Überbringen. Ein bisschen Animationen habe ich schon, aber die sind doch normal. Aber sind die nicht normal, die Arme? Dass die sich bewegen. Wir können ja mal kurz schauen. Mode-Menü. 3D-Skin-Layers geht irgendwie auch nicht, oder? 3D-Hut. Hä? Ist ja alles an. Kann ich den Kopfgröße machen? Ah, nur die Foxe kann ich. Ich will einen großen Kopf. Und der andere Mod ist not genug Emissions. Aber irgendwie. Smoothing Armut. Könnte ich ein bisschen höher machen. So, und. S-Animation. Okay, das geht. Wow, danke schön. Aber es ist nicht so animiert, dass es der ganze Körper irgendwie so ein bisschen. Ja, wie der Mensch halt macht die richtigen Animationen. Schade. Gut, wie viele Kühe können wir schlachten? Gar keine. Manu, ich habe doch noch wenig Fleisch. Ich habe so viel essen müssen. Ja, habe ich auch noch mal gemacht, aber es ist zu wenig, 51. Hast du bald wieder gefressen. So wie man doch fressen muss wegen Schaden. Hey, ich habe ein paar Mal gegen diese Dreizack-Zombies ertrunken gekämpft. Und was habe ich bekommen? 0%. Unter 0%. Dreizacke. Vielleicht können wir nochmals dorthin gehen, dann kann ich nochmals schauen. Wir können. Ja, wir müssen jetzt gerade kurz in der Nähe sein. Wir machen einfach mal kurz ein bisschen das mit dem Ding. Mit dem Hausbau, mit dem Bambus, genau. So. Das ist meine Farm, die ist sehr effektiv. Nicht, oder? Das ist ja nicht automatisch und so. Aber mir egal. Ich muss es stinken. Nein, tut mir leid. Heute bin ich ein bisschen frech. So. Ah ja, die Bäume, haben die keine Dinge? Ja, wieso eigentlich? Ich brauche Setzlinge, lieber Baum. Du musst ganz abgebaut werden. Du bist echt stinkefrech. So, jetzt kommt bitte genug runter. Ich habe genug von zu vielen wenigen Setzlingen. Es gibt in der Nähe von einem Wegpunkt, gibt es, wie sagt man, einen Schwarzeichenwald, aber jo, der ist ein bisschen weiter weg, dann denke ich dann. Nur zwei? Hallo? Ah, da hat es noch mehr. Hä? Buggy. Was soll ich jetzt machen? Die Bäume stinken. Ja.
Da habe ich die Köpfe reingetan, die ich doppelt habe. Ja, was muss man jetzt machen? Dann können sie jetzt landen. Ach, der fällt nicht gut runter. Gehen wir kurz raus. Naja. Okay, wir müssen noch kurz laufen. Oder ja, nein, wir können Ding nicht einsetzen, glaube ich, uns. Ich habe auch alle verloren, wie auch ein Kaktus gesagt hat. Er hat ja ein neues Plugin gemacht. Ein eigenes. Und ja, jetzt bin ich einfach diese 8,7 Kilometer noch gelaufen bis zum Zombie-Spawner. Ja, das kommt wirklich nicht runter, das Bugding wieder oben. Ich könnte hier hochgehen. Aber wie lange brauchen Sniffer, um... Okay, das bringt auch nichts. Um wieder, also um zu schlüpfen. Ja, genau, danke. Hoffentlich nicht so lange, weil sonst können wir einfach nichts machen. Wir können in der Nähe angeln, stimmt. Können wir eigentlich machen. So. Okay, wir nehmen alle weg. Wir cutten gleich mal alles. So, und... Jo, jetzt tun wir die mal hier rein zu den Köpfen. Okay, ich habe noch einen im Inventar. Das ist zu wenig, leider. Schade, schade. Marmelade. Also, gut. Ja, den Kopf vom Panda, den lasse ich noch hier drin. Tu ihn dann später mal alleine. Hier habe ich eine Kugel. Was macht eine Kugel hier? Hier habe ich ja keine Kugeln. Hier habe ich mal ein bisschen aufgeräumt. Ja, mehr Zeit hatte ich nicht. Also ich musste ungefähr um 4 Uhr oder so schlafen gehen, als es dann ging. Weil ich habe schon ziemlich wieder mich angestrengt und... Ja, das Problem... Ey! Was machst du hier? Kakteen, genau. Das. Ey, das darfst du nicht. Aufstehen! Sonst packst du irgendwann mal durch, das geht nicht. Eigene Sicherheit. Okay, machen wir mal die zwei. Kind und Mutter oder so. Ich weiß gar nicht, welches Kind war, welches Mutter. Hallo. Mach mal vorwärts. Ich brauche mehr Kinder. Gut. So, danke schön. Ich brauche mehr von diesen Dromedar-Kindern. Weil es einfach so wichtig ist. Ich muss noch ein paar schlachten, damit ich Köpfe bekomme. Das ist so wichtig, leider. Ich mache mal das weg hier und tue es hier hin. Und dann hoffen wir, dass ein paar noch eines ausgebrütet wird. Ah, sie haben schon. Schaut euch das mal an. Also ich kann hier nicht angeln. Ja, da unten kann ich angeln. Auf dem Baum. Ich liebe auf dem Baum angeln. Und ja, eben durch diesen MC-MMO ist Angeln auch ein bisschen besser. Gibt zwar nicht so viel Loot am Anfang. Da müsst ihr leveln. Also einfach, dass ihr besser Loot bekommt. Ich habe aber auch schon ein paar Mal interessanten Loot bekommen. Müll. Ich bin einfach zu wenig am Angeln. Ich bin jetzt noch nicht so weit für meine Zeit. Und wir brauchen ja sowieso noch Level 30, genau. Jo. Also falls euch ein bisschen interessiert, was ich für Loot bekomme oder was ich rede, dann dürft ihr gerne ein bisschen dabei sein noch. Und ich habe jetzt schon geplant, meinen zweiten Turm zu machen. Wann kann ich Livestream? Morgen Abend vielleicht. Und ja, genau. Dann eben noch ein Part irgendwann morgen hochladen, also aufnehmen dann und hochladen. Von der Storywelt, wo ich dann beginne, so richtig, jo, eine Story zu machen. Die Story wird so ein bisschen über drei Reiche gehen, weil es das auch in Champions of Regnum gibt und ich ein ähnliches Spiel eigentlich planen werde. Ich werde wahrscheinlich nicht so viel Spiel entwickeln können. Vielleicht in der Nacht, oder? Wenn ich nicht Minecraft zocken muss. Wenn ich nicht diese Eier elend lange suchen muss.
Ich kann euch gerne nachher noch zeigen, wie lange und wie groß da ein lauwarmer Ozean war. Also den findest du nur in warmen Ozeanen, also diese, die hellblau sind. Und ich habe halt einen hellblauen, nein, ich habe einen dunkleren blauen, hellblauen Ozean gefunden, also einen lauwarmen. Genau. Jo. Hat einfach einen schlechteren, habe ich das. Oh nein, einen besseren eigentlich. Es gibt mehr Ruinen vielleicht dort. Jo, und einen Wassertempel habe ich auch gesehen. Ich habe ja noch die Wegpunkte, die ich zeigen kann. Dort ist auch ein lauwarmer Ozean, aber ich habe ja die Ruinen eigentlich hier auch schon geplündert, oder? Eigentlich auch nicht. Ich hätte hier auch suchen können. Ne, hier gibt es einfach zu wenig von diesen Ozean. Also wie ihr seht, habe ich hier ja nicht so viele Wegpunkte scheinbar. Vielleicht ist es ein anderen, ja, eine andere Welt, oder? Ja. Aber ich kann ja der Wegpunkt Dinge, das Menü aufmachen. Jo, also ja. Genau, warme Ozean 1, das ist der alte. Wassertempel war ein Wassertempel. Und ja, eben, ich habe ja Wegpunkte, also Home List. Home. Kann ich nur die Namen eingeben? Ich kann es irgendwie nicht zeigen, aber ja, M1 Home ist weiter, der andere ist weiter 2. Und der weiter 2 ist dann jo, beim warmen, lauwarmen Ozean. Da können wir vielleicht noch mehr finden. Dort war auch noch ein Pillager-Posten und mehrere Rocks und Schätze. Also, ja, die Schatzkisten von den Schatzkarten. Ja, ziemlich viel. Genau. Ich habe mehrere Situationen gehabt, wo ich einfach nicht aus Rocks kam, fast gestorben bin, also extrem knapp, oder? Überlebt, mit sehr wenigen Herzen durch das Ertrinken fast. Und, oh boah, da kam viel vor. Genau, dass ich einfach relativ versuchte, die Dreizack-Ertrunkenen auszuweichen und so. Manchmal ging es nicht, manchmal musste ich das Schild einsetzen und so. Aber ich habe mich immer so mega gefreut, komme jetzt endlich mal ein Dreizack-Drop. Und nö. Ich glaube, ich habe mal gelesen damals, dass es 13% sind und ich finde die 13% viel zu gering. Auch die Chance, eben diese Eier zu finden, ist viel zu gering. Ich habe einfach keine Chance gehabt. Ich habe so viel Ruinen durchsucht und bei einer großen Ruine, ungefähr die vierte oder die fünfte, da war ein Sniffer-Ei und ich war so engagiert, dass ich wirklich bis um 4 Uhr morgens noch das zweite Ei gesucht habe, natürlich, oder? Es ging zwischen dem ersten und dem zweiten Ei, ging das so elend lange. Es war so schlimm. Tja, man hat nichts Besseres zu tun, oder? Man will der Community auch etwas zeigen können. Nur die Spiele geizen immer so mit der Drop-Chance oder mit dem Weiterkommen. Es ist elendig, die Entwickler könnten so viel Besseres machen, oder? Ich meine, nur Champions of Regnum verleitet mich schon elend lange, einfach ein anderes Spiel machen, wo die Leute das denn besser haben, als ständig den ganzen Tag zu grinden oder andere Spiele zu killen, um irgendwelche Punkte zu bekommen und dann Kisten zu öffnen oder echt Geld auszugeben, elend lange. Ich möchte einfach kostenlos ein Spiel anbieten und nichts bezahlbares Ingame machen, oder? Einfach über Spenden finanzieren und dafür brauche ich einfach Zeit. Ich will ja das eigentlich schon lange in Livestreams mal ein bisschen zeigen. Vor allem am Morgen und am Mittag, wenn kein Minecraft-Spieler online ist und mit mir also bei mir zuschaut, kann ich ja zum Beispiel das Game zeigen. Nur ich weiß nicht, was ich machen soll. Also ich muss das zuerst lernen, oder? Ich muss den Editor kennenlernen und dafür habe ich auch keine Zeit. Das ist das größte Problem. Okay, das Angeln ist sowas von inaktiv gerade. Okay. Ja.
Level 175 schon, okay. Ich dachte schon, wie viel habe ich jetzt angeln? Ich habe einfach manchmal zwischen Livestreams oder nach Livestreams und so geangelt, damit ich das Video noch umbenennen konnte, die Aufzeichnung und so. Und das geht ja immer einige Zeit. So, wenn ich einfach kurz warte auf irgendwas, habe ich manchmal noch ein bisschen geangelt, aber das ist das Einzige, was ich eigentlich effektiv nutzen kann. Ah, ich muss ja noch zeigen, das Osterwind. Oh, lol, habe ich ja noch vergessen. Dank den Sneefeln, damit die ausgebrütet werden. Also ich zeige euch im nächsten Part, wie die Sneefel halt ausgebrütet wurden. Die werden, glaube ich, gleich groß. Und jetzt lieber noch nicht viel machen. Die werden wahrscheinlich ausgebrütet sein, wenn ich wieder online komme. 100 Pro. Genau, ich will jetzt euch einfach kurz mal zeigen. Gut, ich habe eben diesen Punkt hier gemacht, wo die Falle, nein, nicht wo die Falle ist. Falle, so. Gut, die Falle, oder? Und hier meinen wir wieder. Hier sind wir ja oben irgendwo rechts gegangen und haben ja dann irgendwo hier gemeint. Oh, ich weiß nicht mehr wo. Ich tue jetzt einfach mal nicht in die Richtung vom Dschungeldorf oder so. Da müssen wir nämlich irgendwelche Mending-Bücher holen. Ja, weil ich hier geradeaus grabe ich mich jetzt hier runter und zeige euch mal, wie das geht. Ich habe die Comments dann aufgeschrieben, aber. Also ihr müsst einfach slash points eingeben, glaube ich. Und dann pointlist. Schau mal kurz. Bevor das Ding. Ja. Slash Gift Shop dann eingeben für den Shop. Genau. Da könnt ihr Easter Egg normal, selten und episch. Und ich weiß jetzt nicht, wie viele Punkte ich habe, aber das ist auf der Liste drauf. Ja. Glaube ich nicht. Also im Menü drauf. Kindsecke. Also, wann haben wir endlich da irgendwelche Herzen, bitte? Ich brauche Erze für das Event. Mach doch Erze für dieses Event. Da haben wir schon mal Lapis. Okay, momentan sehe ich noch nichts von Punkten. Gebt noch ein. Ah, ich muss ja Points eingehen. Klar. Du bist jetzt 0 Punkte. Jo. Ich muss noch ein bisschen mehr. Denke ich mal. Ja, ich kann leider da nicht viel machen. Also ich kann da nicht viel grinden scheinbar. Weil, ja, Montag könnte ich mit euch ein bisschen meinen, aber das möchte ich euch auch nicht immer ständig antun, meinen zu zeigen. Es kann gerne mal jemand anders, der mehr Zeit hat, natürlich danach schauen, was es so für Preise gibt. Ich könnte natürlich einen Kaktus auch fragen, aber das tut ja die Überraschung ein bisschen wegmachen, wenn es euch sagt. Also auf jeden Fall Diamanten finden, die geben wahrscheinlich am meisten Punkte. Jo. Genau. Oh, ich bin schon zu tief. Also fangen wir mal hier an. Geradeaus. Oh. Den möchte ich nicht. Lava möchte ich eigentlich nicht. Gehen wir wieder ein bisschen nach oben hier. Ja, ist ein bisschen blöde, wenn hier Lava überall voll schnell runterkommt. Ey. Krass. Der Lavasee ist völlig falsch. Schlecht platziert. Wir können ja mal die Lava hier lassen. Und ein bisschen graben und dann fällt hoffentlich die Lava runter. Nee, scheinbar nicht. Okay, ist ein bisschen blöde Location. Ich hole das Wasser kurz und dann gehen wir einfach ein bisschen weiter nach rechts. So. Und hat es hier schon Diamanten? Ja, Redstone hat es schon. Bin heute ein bisschen unkonzentriert, habe ich das Gefühl. Das liegt ein bisschen an der Krankheit. Ich denke schon ziemlich viel. Also es. Ich höre immer so von schlimmen Kranken, von dieser Krankheit. Aber ich bin. Ey!
cheate. So, das war wahrscheinlich sein schneller Leck, der alles schneller macht. Ist komisch, dass es heute so laggt. Also würden die Entwickler, also die Hoster irgendwie DDoS haben oder so. Habe ich einfach am Morgen früh gemerkt oder um 4 Uhr habe ich es ein bisschen gemerkt, dass es mehr laggt. Und, oh, danke, bist du jetzt da? Jetzt gerade auch wieder beim Skelett. Aber sonst ist es jetzt nicht so groß. Laggy. Also gar nicht, eigentlich sollte eigentlich laggy sein, ne? Meine Güte, wir haben so einen guten Root-Server. Und doch laggt es irgendwie. Es könnten manchmal auch vielleicht ein bisschen die Scripts sein, aber ich hoffe es einfach nicht oder so. Noch nochmals drüber schauen, ein Kaktus. Ich habe 200 Punkte erhalten? What? 160? Okay. Es geht doch ein bisschen schneller, habe ich das Gefühl. Ich dachte schon, das geht elend lang. Okay. Ich merk's mir. Oh, ich habe keine Kohle mitgenommen. Ich muss immer Kohle irgendwie dabei haben. Meine Güte, wegen diesen dummen Fackeln. Tja, jetzt ist einfach das Problem, ich sehe keine Kohle, oder? Hey, wieso bin ich jetzt wieder so schnell beim Zombie gewesen? Keine Ahnung. Okay. Gehen wir mal kurz zurück. Ja, da regnet es natürlich. Und es ist Nacht, natürlich. Dann haben wir hier noch ein paar Level. Ja, jetzt muss ich alles in die Kiste tun, weil einfach der Trager schon sehr viel Loot hat. Viel zu viel. Gut, dann haben wir hier ein bisschen unnützen Ballast. Schauen wir nochmals wegen den Sniffern. Ja. Die brüten sich einfach nicht aus. Die sind so langsam im Brüten. Okay, ja, ich brauche noch ein bisschen Weizen hier oben. Wäre gut. Wäre very gut. Weil Schafe müssen wir halt auch immer noch schlachten wegen den Köpfen. Und wieso ist jetzt ein Hund hier drin? Ich glaube, den Hund habe ich hier drin gewollt. Aber es ist nicht so gut, weil wir hier Schafe haben. Auch wenn es ein Schäferhund ist, komm lieber raus und wache hier über die Dromedar und Sniefer und Lamas und Schafe. Oh. Ja gut, also wir müssen dann im nächsten Part oder im Livestream dann mal ein bisschen Sniefer-Loot suchen. Ich könnte es wirklich größer machen, das Gegenframme gegen hinten. Um, damit sie einfach mehr finden. Genau. Es ist immer der. Es ist immer einfach dieser blöde Platz, den wir in Minecraft brauchen, oder? Für die Tiere und für alles, was mir ein bisschen auf den Keks geht. Also eben, wir haben jetzt scheinbar 3080 Punkte, dankeschön für das blöde, die blöde Zahl. Und jetzt haben wir Giftshop. Und wir holen da ein episches Easter Egg. Und das müssen wir hinwerfen. Und dafür bekommen wir Netherite Bar. 2 Stück sogar. Okay, danke. Dann haben wir noch genug Punkte. Unten mehrere Diamanten. 16! Boah, dankeschön. Dankeschön, mein lieber Einkaktus. Das lohnt sich ja extrem. Okay, ich werde noch ein bisschen meinen dann später, wenn ich hochlade. Und dann zeige ich euch den Loot in dieser Kiste, oder? Ja, weil ich dort nicht so Sachen reintue. Seht ihr dann den
Ja, den Loot schon gut genug. Also den Loot von den Sniffer werde ich natürlich dann noch nicht zeigen können oder wollen. Oder ich mache dann nochmals eine extra Tour. Komm, wir machen eine extra Tour. Ist doch viel easier. Und ich schaue eben nochmals, dass ich da diese Schwarzeichen-Setzlinge bekomme. Ja, sonst können wir da ja nie von diesen Bäumen den Loot nehmen. Sie sehen wirklich schön aus, die dunklen, aber ich mag sie nicht so sehr. Sie sind zu dunkel. Also sie, ja, sie sind nicht so schön anzuschauen vor allem. Auf Dauer oder so. Also eher ein bisschen nervig. Also für mich mit meiner Krankheit. Finde manche Sachen halt ein bisschen nerviger. Ist einfach so. Aber das ist, ja, dafür finde ich manche Sachen auch besser. Bisschen weniger nervig. Das ist das Gute. Also habe ich jetzt in diesem Part alles schon gemacht. Ich denke schon, also es hat auch viel immer los. Man muss immer viel machen. Genau. Gezeigt habe ich euch auch ziemlich alles. Einfach, dass ich langsam mega viele goldene Gemüse finde, also Karotten und Äpfel. Natürlich durch die Wracks vor allem. Dann einfach du die Setzlinge mal. Da habe ich noch einen, dann kann ich gleich mal wieder anpflanzen. Das auch wächst. Und wo haben wir die. Ja, ich wollte ja noch Kisten machen. Dann mache ich noch mehr Kisten. Hier haben wir noch zwei Kisten. Ich mache mal die hier, die Kiste. So. Und dann mache ich alle Setzlinge mal dort hinein. So. Und das Laub auch, denke ich. Gut. Ich habe nicht alles. Ich weiß nicht, wo die anderen Setzlinge sind. Also nicht alle Setzlinge. Ich habe viel mehr. Also, dann tue ich mal anordnen. So. Machen wir noch mehr Truhen. Oder ich tue jetzt einfach mal 16. Dann haben wir zwei Truhen noch. Und die tue ich jetzt einfach mal wieder zur Holzkohle machen. Genau. Also, da muss ich einfach noch mehr fällen. Das nie mit dem Lava ein, es könnte buggen und dann Lava ausfließen. Ah ja, genau. Okay, mal ein bisschen. Ich möchte eigentlich auch noch die Mangrovenbäume fällen. Ich brauche jetzt nicht unbedingt das Holz oder so, aber dass es auch wieder neu aussieht. Aua. Hängt mir einfach irgendwie fest. Jo. So, gut. Aha, der Baum ist auch wieder gewachsen. Sehr gut. Aber das ist irgendwie, irgendwas ist mit dem WordGuard oder mit dem neuen Schutz-Plugin mit den Setzlingen los. Das ist noch buggy. Schade. So, ich komme hoffentlich dort zum letzten auch hin. Okay, gut. Kann also wieder wachsen. Und die mache ich jetzt mal weg. Die sind zu nah dran. Weil ich doch viel brauche, tue ich die einfach hier pflanzen. Ein paar weniger. Am besten. Und mache doch mehr. Jetzt einfach mal die Reihe voll. Und dann vielleicht all zwei lieber. So. Okay. 4 Setzlinge haben wir sehr gut wieder. Apfel und so nicht. Da haben wir noch einen Baum. So, und ich mal noch den Eimer, habe ich nicht. Okay. Ich habe doch irgendwo noch Eimer.
ich merke mir immer eher die Sachen, wo ich schlecht zusammen ja, aufräume. Deshalb liebe ich ja das Unaufgeräumte. Aber ich weiß nicht, wo die Eimer sind. Genau, Elytra von Sleepy Bama, das war ja da unter dem Baum. Hier sind die Eimer. Geil. Ich könnte dort noch Eimer reintun zum Beispiel. So. Ja, das sind auch Setzlinge, ich weiß. Oh, ich habe noch einen Eimer. Und jetzt tue ich den wieder hier rein, dass ich den auch auffülle. Ah, ich habe nur einen reingetan, okay. Dadurch, dass ich das automatisch gemacht habe. Und da können auch noch Truhen reingehen. So, haben wir schon mal wieder ein bisschen Fortschritt. Hä? Also, ja, ich brauchte eben Fackeln. Ich werde jetzt einfach noch ein bisschen meinen. Und der Part ist schon 36 Minuten. Also gut, danke schön fürs Zusehen. Bis zum nächsten Part. Und ja, die Sniffer wird es dann freuen. Die können auf die Jagd nach guter Ware gehen. Buddeln. Nach den Pflanzen, die wirklich schön aussehen. Ja, sie sind ja schon da. Sie sind ausgebildet worden. Hey, dann nicht mal einen halben Tag. Willkommen, Sniffer. Ihr seid aber noch klein, gell? Die werden noch größer. Ja, ja. Ja. Ich dachte einfach, die werden sofort erwachsen, aber stimmt nicht. Ja, gut. Dann nochmals Lamas machen. So. Wieso hast du so viel gefressen und nichts gemacht? Nicht liebessüchtig. Nicht läufig geworden. Ja, Vielleicht weiß noch das kleine Kind war. Also dann, tschüss. Und ja, viel Spaß noch mit anderen Sachen. Tschüss.